Und die Corona-Maßnahmen sprechen wir jetzt live mit dem HNO-Facharzt und Corona-Experten Dr. Bodo Schiffmann. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Reichert. Heute entfallen alle staatlichen Corona-Regeln. Ist dies Ihrer Meinung nach der richtige Zeitpunkt? Der richtige Zeitpunkt zum Ende der Corona-Maßnahmen wäre exakt vor 3 Jahren gewesen. Bereits zu diesem Zeitpunkt lagen von dem bekanntesten Epidemiologen der Welt, das ist von der Yale-Universität Professor Ioannidis, bereits valide Zahlen vor, dass es sich nicht um eine tödliche Pandemie handelt. Ebenso von dem Leiter des Instituts für Virologie im Institut in Bonn, von Hendrik Streeck, lagen Zahlen bereits vor, die gezeigt haben, dass die Gefährlichkeit dieser Pandemie bei weitem überschätzt wurde. Also gab es schon vor 3 Jahren keinerlei Rechtfertigung, diese Maßnahmen überhaupt aufzusetzen und erst recht nicht, sie aufrecht zu erhalten. Für mich persönlich ist dies kein Erfolg, sondern ein Armutszeugnis nach 3 Jahren Pandemie. Ist die Gesellschaft denn auf eine mögliche zukünftige Pandemie besser vorbereitet, beziehungsweise hat man aus der vergangenen Corona-Pandemie diesbezüglich gelernt? Offensichtlich hat man nicht daraus gelernt, wenn man schon jetzt, wie Sie gerade eben richtig ausgeführt haben in Ihrem Beitrag, sagt, dass es die Möglichkeit weiterhin gibt, Schulen zu schließen und Ähnliches zu machen. Wir müssen uns überlegen, all diese Maßnahmen, die Sie gerade vorgelesen haben, mussten mittlerweile auch selbst durch Karl Lauterbach eingeräumt werden, dass sie falsch waren und keine Ergebnisse hatten. Wirkliche Maßnahmen wie auf Epidemiologen zu hören, wie dies zum Beispiel in Schweden passiert ist, wo die Regierung sich einem Epidemiologen, nämlich Herrn Tegnell, anvertraut hat, sind in Deutschland ausgeblieben. In Deutschland wurden stattdessen Mitarbeiter von Gesundheitsämtern wie Dr. Pürner oder Mitarbeiter wie Wolfgang Wodak, der früher selbst im Zusammenhang mit der Schweinegrippe geholfen hat, diese zu beenden und ebenfalls Leiter eines Gesundheitsamtes war, diese wurden nicht gehört. Im Gegenteil, ihre Meinung wurde zensiert und wird dies bis zum heutigen Tag. Man muss wissen, dass nicht nur die Medien zensieren, sondern auch YouTube weiter zensieren und selbst Videos von dieser Zeit nach wie vor löscht, die gezeigt hätten, dass all das, was wir gemacht haben und durchlitten haben, insbesondere die Kinder, vollständig verzichtbar war. Die massiven Eingriffe in die Grundrechte und das Privatleben haben uns jetzt 3 Jahre lang begleitet. Hat die Politik die richtigen Lehren aus Corona gezogen, beziehungsweise haben Sie die Hoffnung, dass all diese Maßnahmen vernünftig aufgearbeitet werden? Ich habe leider nicht die Hoffnung, dass diese Maßnahmen in einem Parlament ausgearbeitet werden können. Das Ganze müsste außerparlamentarisch geschehen und natürlich auch mit externen Experten. Grundrechte, das muss man für die Zuschauer nochmal sagen. Das Grundgesetz garantiert dem Bürger Rechte gegenüber dem Staat und das Grundgesetz beschränkt die Rechte des Staates, zum Beispiel Grundrechte einzuschränken. Das, was der Staat gemacht hat, war grundrechtswidrig. Das heißt, er hat jetzt auch noch Gesetze stehen lassen, die ihm weiter die Möglichkeit geben, mit dem Grundgesetz, was eben genau vor diesen Maßnahmen schützen sollte, nach Gutdünken zu verfahren. Erinnern wir uns an die damalige AIDS-Pandemie, als man davon ausging, dass AIDS eine schwere, tödliche Erkrankung war. Dort wurden die Grundrechte nicht eingeschränkt. Die Menschen wurden einfach darüber aufgeklärt, welche Vorsichtsmaßnahmen sie hätten machen sollen. So ähnlich lief das in Schweden. Deutschland hat hier offensichtlich mehr das Ziel gehabt, die Grundrechte langfristig durch das Parlament jederzeit auf Knopfdruck unter Kontrolle behalten zu können, weil auch hier würde das Parlament wieder eine pandemische Lage von nationaler Tragweite beschließen und es würde wieder keine Möglichkeit geben, über Wissenschaftler, die eine konkurrierende Meinung haben, das Ganze zu verhindern. Offiziell laufen die Corona-Maßnahmen aus, doch für die Bundeswehrsoldaten gilt die Impfpflicht auch weiterhin. Jede Verweigerung wird bestraft. Aber wenn keine Gefahr mehr besteht, ist die Corona-Impfpflicht beispielsweise eben bei den Soldaten gerechtfertigt oder war sie überhaupt jemals gerechtfertigt? Dazu kann man sich anschauen, was gerade in der Schweiz passiert ist. Diese Impfung gehört nicht mehr zu den empfohlenen Impfungen und Ärzte, die diese Impfungen weiter fortführen müssen, dafür dann auch für Nebenwirkungen aufkommen. Nicht der Staat, nicht der Hersteller. Das zeigt, dass hier es Regierungen in der Welt gibt, die erkannt haben, dass mehr Schaden von dieser Impfung ausgeht als Nutzen. Tatsächlich liegen uns diese Zahlen längst vor. Und sind wir ehrlich,
Diese Pandemie ist nur deshalb existent gewesen, weil wir einen PCR-Test verwendet haben, der nicht in der Lage war, festzustellen, ob jemand krank ist. Es wurde nur definiert über einen positiven PCR-Test, ob jemand krank ist. Gerade jetzt ist eine Peer-Reviewed-Studie neu erschienen im International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research, welche eindrücklich belegt, dass der PCR-Test zu keinem Zeitpunkt in der Lage war, festzustellen, ob jemand mit oder an einem Coronavirus erkrankt ist oder Überträger ist oder ähnliches. Das muss man sich klar machen, dass das ein Skandal ist, weil auch das war im Grunde genommen von Anfang an bekannt. Denn der Erfinder des PCR-Testes, Cary Mullis, hat das Ganze immer wieder betont, dass man hier mit diesem Test alles in jedem nachweisen kann. Man muss wissen, dass Christian Drosten als Beispiel seinen Test so entwickelt hat, dass von den 20 Basenpaaren, die man brauchte, um den Vorgang des PCR-Testes zu starten, 19 dem normalen menschlichen Genom entsprachen. Das heißt, ein großer Teil der Menschen, denen erzählt wurde, sie wären an einem Virus erkrankt und denen man damit Angst gemacht hat, diese Menschen haben gedacht, sie sterben, die wurden tatsächlich mit dieser Test, der falsch positiv in der Regel war, weil auch die Zyklen zu häufig waren, falsch positiv deklariert. Diese Menschen dachten, sie würden sterben. Nun waren diese Menschen auch bereit, Impfungen einzunehmen, weil sie dachten, das würde ihnen einen Schutz bieten oder einen Schutz zur Übertragung oder ähnliches. All das hat sich nicht bewahrheitet. Stattdessen wurden auch Menschen jetzt gezwungen, als Eigentum des Staates einen experimentellen Impfstoff über sich ergehen zu lassen. Was viele auch nicht wissen, in dieser Studie von Pfizer gab es ursprünglich mal eine Kontrollgruppe, die Placebos bekommen hat. Die komplette Kontrollgruppe, die Placebos bekommen hat, hat im Verlauf der Studie das Mittel gekriegt, angeblich aus ethischen Gründen, dass man ihnen den Stoff nicht vorenthalten kann. Das heißt, hier wurde durch einen Trick tatsächlich die komplette Kontrollgruppe entblindet und alle bekamen am Ende diesen Impfstoff, sodass niemand sagen kann, ob dieser Sache jemand geholfen oder geschadet hat. Das alles sind Skandale. Und hier werden Menschen gegen ihren Willen dazu gezwungen, einen Impfstoff zu bekommen, der in der Schweiz, wie gesagt, das Risiko jetzt beim Arzt liegt, wenn es gibt. Da wird in den nächsten Tagen noch mehr rauskommen und für die Wehrhaftigkeit der Bundeswehr haben wir sicherlich einen Bärendienst bekommen, wenn wir uns anschauen, dass im Vergleich zu den Vorjahren die Sterblichkeit in Deutschland 2022 92% über dem Durchschnitt der Vorjahre liegt und zwar exakt seit Einführen dieser gentherapeutischen Testimpfung. Eine essentielle Rolle haben während der Pandemie ja auch die Massenmedien gespielt. Die Corona-Berichterstattung hat Ungeimpfte aggressiv mit offen diskriminierenden Headlines beschimpft. Täuscht der Eindruck, dass sich die Medien und die Politik gegenseitig die Bälle zugeworfen haben und dies auch noch jetzt bei der eher zögerlichen Aufarbeitung tun? Leider ist das tatsächlich der Fall. Aktuell gibt es gerade einen Artikel, der massiv in allen Zeitungen gepusht wird, wo behauptet wird zu sagen, die Querdenker, Sie wissen, es hat sich eine Organisation in Deutschland gebildet, die gegen die Grundrechtseinschränkungen demonstriert hatte. Nun, die Querdenker hätten nie recht gehabt. Man versucht sich mit einem konzertierten Faktencheck, der tatsächlich nicht einer Überprüfung standhält. Es ist tatsächlich so, dass diese Massenmedien von Anfang an Panik geschürt haben. Hätten die Massenmedien ihre Wirkung so entfalten können, wie sie das gewollt hätten, dann wäre tatsächlich das Gesundheitssystem zusammengebrochen, weil die Menschen aus lauter Angst in die Krankenhäuser gelaufen sind, so wie das in Spanien zum Beispiel passiert ist. Erfreulicherweise hatten die freien Medien einen deutlich besseren Zugang. Mir selbst ist bekannt, ein Schreiben vom RBB an seine Mitarbeiter, datiert auf den März 2020, in dem drin stand, dass es keine relativierende Berichterstattung zu Corona geben wird. Und wir wissen mittlerweile aus mehreren geleakten Gesprächen, dass tatsächlich die Presse komplett dem Staat gefolgt ist und dies offensichtlich immer noch tut. Wobei ich RT Deutsch hier lobend ausnehme, die ja auch über die Proteste am 18.11. gegen dieses von mir gerne als Ermächtigungsgesetz bezeichnete Infektionsschutzgesetz objektiv berichtet hat. Sagt der HNO-Arzt und Corona-Experte Dr. Bodo Schiffmann. Vielen herzlichen Dank Ihnen für das Gespräch. Gerne. Danke für die Einladung, Herr Reichert. Über die vergangene weltweite Corona-Pandemie, ihre Folgen und die Corona-Maßnahmen sprechen wir jetzt live mit dem HNO-Facharzt und Corona-Experten Dr. Bodo Schiffmann. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Reichert. Heute entfallen alle staatlichen Corona-Regeln. Ist dies Ihrer Meinung nach der richtige Zeitpunkt?
Der richtige Zeitpunkt zum Ende der Corona-Maßnahmen wäre exakt vor 3 Jahren gewesen. Bereits zu diesem Zeitpunkt lagen von dem bekanntesten Epidemiologen der Welt, das ist von der Yale-Universität Professor Ioannidis, bereits valide Zahlen vor, dass es sich nicht um eine tödliche Pandemie handelt. Ebenso von dem Leiter des Instituts für Virologie im Institut in Bonn, von Hendrik Streeck, lagen Zahlen bereits vor, die gezeigt haben, dass die Gefährlichkeit dieser Pandemie bei weitem überschätzt wurde. Also gab es schon vor 3 Jahren keinerlei Rechtfertigung, diese Maßnahmen überhaupt aufzusetzen und erst recht nicht, sie aufrecht zu erhalten. Für mich persönlich ist dies kein Erfolg, sondern ein Armutszeugnis nach 3 Jahren Pandemie. Ist die Gesellschaft denn auf eine mögliche zukünftige Pandemie besser vorbereitet, beziehungsweise hat man aus der vergangenen Corona-Pandemie diesbezüglich gelernt? Offensichtlich hat man nicht daraus gelernt, wenn man schon jetzt, wie Sie gerade eben richtig ausgeführt haben in Ihrem Beitrag, sagt, dass es die Möglichkeit weiterhin gibt, Schulen zu schließen und Ähnliches zu machen. Wir müssen uns überlegen, all diese Maßnahmen, die Sie gerade vorgelesen haben, mussten mittlerweile auch selbst durch Karl Lauterbach eingeräumt werden, dass sie falsch waren und keine Ergebnisse hatten. Wirkliche Maßnahmen wie auf Epidemiologen zu hören, wie dies zum Beispiel in Schweden passiert ist, wo die Regierung sich einem Epidemiologen, nämlich Herrn Tegnell, anvertraut hat, sind in Deutschland ausgeblieben. In Deutschland wurden stattdessen Mitarbeiter von Gesundheitsämtern wie Dr. Pürner oder Mitarbeiter wie Wolfgang Wodak, der früher selbst im Zusammenhang mit der Schweinegrippe geholfen hat, diese zu beenden und ebenfalls Leiter eines Gesundheitsamtes war, diese wurden nicht gehört. Im Gegenteil, ihre Meinung wurde zensiert und wird dies bis zum heutigen Tag. Man muss wissen, dass nicht nur die Medien zensieren, sondern auch YouTube weiter zensieren und selbst Videos von dieser Zeit nach wie vor löscht, die gezeigt hätten, dass all das, was wir gemacht haben und durchlitten haben, insbesondere die Kinder, vollständig verzichtbar war. Die massiven Eingriffe in die Grundrechte und das Privatleben haben uns jetzt 3 Jahre lang begleitet. Hat die Politik die richtigen Lehren aus Corona gezogen, beziehungsweise haben Sie die Hoffnung, dass all diese Maßnahmen vernünftig aufgearbeitet werden? Ich habe leider nicht die Hoffnung, dass diese Maßnahmen in einem Parlament ausgearbeitet werden können. Das Ganze müsste außerparlamentarisch geschehen und natürlich auch mit externen Experten. Grundrechte, das muss man für die Zuschauer nochmal sagen. Das Grundgesetz garantiert dem Bürger Rechte gegenüber dem Staat und das Grundgesetz beschränkt die Rechte des Staates, zum Beispiel Grundrechte einzuschränken. Das, was der Staat gemacht hat, war grundrechtswidrig. Das heißt, er hat jetzt auch noch Gesetze stehen lassen, die ihm weiter die Möglichkeit geben, mit dem Grundgesetz, was eben genau vor diesen Maßnahmen schützen sollte, nach Gutdünken zu verfahren. Erinnern wir uns an die damalige AIDS-Pandemie, als man davon ausging, dass AIDS eine schwere tödliche Erkrankung war. Dort wurden die Grundrechte nicht eingeschränkt. Die Menschen wurden einfach darüber aufgeklärt, welche Vorsichtsmaßnahmen sie hätten machen sollen. So ähnlich lief das in Schweden. Deutschland hat hier offensichtlich mehr das Ziel gehabt, die Grundrechte langfristig durch das Parlament jederzeit auf Knopfdruck unter Kontrolle behalten zu können, weil auch hier würde das Parlament wieder eine pandemische Lage von nationaler Tragweite beschließen und es würde wieder keine Möglichkeit geben, über Wissenschaftler, die eine konkurrierende Meinung haben, das Ganze zu verhindern. Offiziell laufen die Corona-Maßnahmen aus, doch für die Bundeswehrsoldaten gilt die Impfpflicht auch weiterhin. Jede Verweigerung wird bestraft. Aber wenn keine Gefahr mehr besteht, ist die Corona-Impfpflicht beispielsweise eben bei den Soldaten gerechtfertigt oder war sie überhaupt jemals gerechtfertigt? Dazu kann man sich anschauen, was gerade in der Schweiz passiert ist. Diese Impfung gehört nicht mehr zu den empfohlenen Impfungen und Ärzte, die diese Impfungen weiter fortführen müssen, dafür dann auch für Nebenwirkungen aufkommen. Nicht der Staat, nicht der Hersteller. Das zeigt, dass hier es Regierungen in der Welt gibt, die erkannt haben, dass mehr Schaden von dieser Impfung ausgeht als Nutzen. Tatsächlich liegen uns diese Zahlen längst vor. Und sind wir ehrlich, diese Pandemie ist nur deshalb existent gewesen, weil wir einen PCR-Test verwendet haben, der nicht in der Lage war, festzustellen, ob jemand krank ist. Es wurde nur definiert über einen positiven PCR-Test, ob jemand krank ist. Gerade jetzt ist eine Peer-Reviewed-Studie neu erschienen im International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research, welche eindrücklich belegt, dass der PCR-Test zu keinem Zeitpunkt in der Lage war, festzustellen, ob jemand mit oder an einem Coronavirus erkrankt
Punkt ist oder Überträger ist oder ähnliches. Das muss man sich klar machen, dass das ein Skandal ist, weil auch das war im Grunde genommen von Anfang an bekannt. Denn der Erfinder des PCR-Testes, Kary Mullis, hat das Ganze immer wieder betont, dass man hier mit diesem Test alles in jedem nachweisen kann. Man muss wissen, dass Christian Drosten als Beispiel seinen Test so entwickelt hat, dass von den 20 Basenpaaren, die man brauchte, um den Vorgang des PCR-Testes zu starten, 19 dem normalen menschlichen Genom entsprachen. Das heißt, ein großer Teil der Menschen, denen erzählt wurde, sie wären an einem Virus erkrankt und denen man damit Angst gemacht hat, diese Menschen haben gedacht, sie sterben, die wurden tatsächlich mit dieser Test, der falsch positiv in der Regel war, weil auch die Zyklen zu häufig waren, falsch positiv deklariert. Diese Menschen dachten, sie würden sterben. Nun waren diese Menschen auch bereit, Impfungen einzunehmen, weil sie dachten, das würde ihnen einen Schutz bieten oder einen Schutz zur Übertragung oder ähnliches. All das hat sich nicht bewahrheitet. Stattdessen wurden auch Menschen jetzt gezwungen, als Eigentum des Staates einen experimentellen Impfstoff über sich ergehen zu lassen. Was viele auch nicht wissen, in dieser Studie von Pfizer gab es ursprünglich mal eine Kontrollgruppe, die Placebos bekommen hat. Die komplette Kontrollgruppe, die Placebos bekommen hat, hat im Verlauf der Studie das Mittel gekriegt, angeblich aus ethischen Gründen, dass man ihnen den Stoff nicht vorenthalten kann. Das heißt, hier wurde durch einen Trick tatsächlich die komplette Kontrollgruppe entblindet und alle bekamen am Ende diesen Impfstoff, sodass niemand sagen kann, ob dieser Sache jemand geholfen oder geschadet hat. Das alles sind Skandale. Und hier werden Menschen gegen ihren Willen dazu gezwungen, einen Impfstoff zu bekommen, der in der Schweiz, wie gesagt, das Risiko jetzt beim Arzt liegt, wenn es gibt. Da wird in den nächsten Tagen noch mehr rauskommen und für die Wehrhaftigkeit der Bundeswehr haben wir sicherlich einen Bärendienst bekommen, wenn wir uns anschauen, dass im Vergleich zu den Vorjahren die Sterblichkeit in Deutschland 2022 92% über dem Durchschnitt der Vorjahre liegt und zwar exakt seit Einführen dieser gentherapeutischen Testimpfung. Eine essentielle Rolle haben während der Pandemie ja auch die Massenmedien gespielt. Die Corona-Berichterstattung hat Ungeimpfte aggressiv mit offen diskriminierenden Headlines beschimpft. Täuscht der Eindruck, dass sich die Medien und die Politik gegenseitig die Bälle zugeworfen haben und dies auch noch jetzt bei der eher zögerlichen Aufarbeitung tun? Leider ist das tatsächlich der Fall. Aktuell gibt es gerade einen Artikel, der massiv in allen Zeitungen gepusht wird, wo behauptet wird zu sagen, die Querdenker, Sie wissen, es hat sich eine Organisation in Deutschland gebildet, die gegen die Grundrechtseinschränkungen demonstriert hatte. Nun, die Querdenker hätten nie recht gehabt. Man versucht sich mit einem konzertierten Faktencheck, der tatsächlich nicht einer Überprüfung standhält. Es ist tatsächlich so, dass diese Massenmedien von Anfang an Panik geschürt haben. Hätten die Massenmedien ihre Wirkung so entfalten können, wie sie das gewollt hätten, dann wäre tatsächlich das Gesundheitssystem zusammengebrochen, weil die Menschen aus lauter Angst in die Krankenhäuser gelaufen sind, so wie das in Spanien zum Beispiel passiert ist. Erfreulicherweise hatten die freien Medien einen deutlich besseren Zugang. Mir selbst ist bekannt, ein Schreiben vom RBB an seine Mitarbeiter, datiert auf den März 2020, in dem drin stand, dass es keine relativierende Berichterstattung zu Corona geben wird. Und wir wissen mittlerweile aus mehreren geleakten Gesprächen, dass tatsächlich die Presse komplett dem Staat gefolgt ist und dies offensichtlich immer noch tut. Wobei ich RT Deutsch hier lobend ausnehme, die ja auch über die Proteste am 18.11. gegen dieses von mir gerne als Ermächtigungsgesetz bezeichnete Infektionsschutzgesetz objektiv berichtet hat. Sagt der HNO-Arzt und Corona-Experte Dr. Bodo Schiffmann. Vielen herzlichen Dank Ihnen für das Gespräch. Gerne. Danke für die Einladung, Herr Reichert. Über die vergangene weltweite Corona-Pandemie, ihre Folgen und die Corona-Maßnahmen sprechen wir jetzt live mit dem HNO-Facharzt und Corona-Experten Dr. Bodo Schiffmann. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Reichert. Heute entfallen alle staatlichen Corona-Regeln. Ist dies Ihrer Meinung nach der richtige Zeitpunkt? Der richtige Zeitpunkt zum Ende der Corona-Maßnahmen wäre exakt vor 3 Jahren gewesen. Bereits zu diesem Zeitpunkt lagen von dem bekanntesten Epidemiologen der Welt, das ist von der Yale-Universität Professor Ioannidis,
bereits valide Zahlen vor, dass es sich nicht um eine tödliche Pandemie handelt. Ebenso von dem Leiter des Instituts für Virologie im Institut in Bonn, von Hendrik Streeck, lagen Zahlen bereits vor, die gezeigt haben, dass die Gefährlichkeit dieser Pandemie bei weitem überschätzt wurde. Also gab es schon vor 3 Jahren keinerlei Rechtfertigung, diese Maßnahmen überhaupt aufzusetzen und erst recht nicht, sie aufrecht zu erhalten. Für mich persönlich ist dies kein Erfolg, sondern ein Armutszeugnis nach 3 Jahren Pandemie. Ist die Gesellschaft denn auf eine mögliche zukünftige Pandemie besser vorbereitet, beziehungsweise hat man aus der vergangenen Corona-Pandemie diesbezüglich gelernt? Offensichtlich hat man nicht daraus gelernt, wenn man schon jetzt, wie Sie gerade eben richtig ausgeführt haben in Ihrem Beitrag, sagt, dass es die Möglichkeit weiterhin gibt, Schulen zu schließen und Ähnliches zu machen. Wir müssen uns überlegen, all diese Maßnahmen, die Sie gerade vorgelesen haben, mussten mittlerweile auch selbst durch Karl Lauterbach eingeräumt werden, dass sie falsch waren und keine Ergebnisse hatten. Wirkliche Maßnahmen, wie auf Epidemiologen zu hören, wie dies zum Beispiel in Schweden passiert ist, wo die Regierung sich einem Epidemiologen, nämlich Herrn Tegnell, anvertraut hat, sind in Deutschland ausgeblieben. In Deutschland wurden stattdessen Mitarbeiter von Gesundheitsämtern wie Dr. Pürner oder Mitarbeiter wie Wolfgang Wodak, der früher selbst im Zusammenhang mit der Schweinegrippe geholfen hat, diese zu beenden und ebenfalls Leiter eines Gesundheitsamtes war, diese wurden nicht gehört. Im Gegenteil, ihre Meinung wurde zensiert und wird dies bis zum heutigen Tag. Man muss wissen, dass nicht nur die Medien zensieren, sondern auch YouTube weiter zensieren und selbst Videos von dieser Zeit nach wie vor löscht, die gezeigt hätten, dass all das, was wir gemacht haben und durchlitten haben, insbesondere die Kinder, vollständig verzichtbar war. Die massiven Eingriffe in die Grundrechte und das Privatleben haben uns jetzt 3 Jahre lang begleitet. Hat die Politik die richtigen Lehren aus Corona gezogen, beziehungsweise haben Sie die Hoffnung, dass all diese Maßnahmen vernünftig aufgearbeitet werden? Ich habe leider nicht die Hoffnung, dass diese Maßnahmen in einem Parlament ausgearbeitet werden können. Das Ganze müsste außerparlamentarisch geschehen und natürlich auch mit externen Experten. Grundrechte, das muss man für die Zuschauer nochmal sagen. Das Grundgesetz garantiert dem Bürger Rechte gegenüber dem Staat und das Grundgesetz beschränkt die Rechte des Staates, zum Beispiel Grundrechte einzuschränken. Das, was der Staat gemacht hat, war grundrechtswidrig. Das heißt, er hat jetzt auch noch Gesetze stehen lassen, die ihm weiter die Möglichkeit geben, mit dem Grundgesetz, was eben genau vor diesen Maßnahmen schützen sollte, nach Gutdünken zu verfahren. Erinnern wir uns an die damalige AIDS-Pandemie, als man davon ausging, dass AIDS eine schwere tödliche Erkrankung war. Dort wurden die Grundrechte nicht eingeschränkt. Die Menschen wurden einfach darüber aufgeklärt, welche Vorsichtsmaßnahmen sie hätten machen sollen. So ähnlich lief das in Schweden. Deutschland hat hier offensichtlich mehr das Ziel gehabt, die Grundrechte langfristig durch das Parlament jederzeit auf Knopfdruck unter Kontrolle behalten zu können, weil auch hier würde das Parlament wieder eine pandemische Lage von nationaler Tragweite beschließen und es würde wieder keine Möglichkeit geben, über Wissenschaftler, die eine konkurrierende Meinung haben, das Ganze zu verhindern. Offiziell laufen die Corona-Maßnahmen aus, doch für die Bundeswehrsoldaten gilt die Impfpflicht auch weiterhin. Jede Verweigerung wird bestraft. Aber wenn keine Gefahr mehr besteht, ist die Corona-Impfpflicht beispielsweise eben bei den Soldaten gerechtfertigt oder war sie überhaupt jemals gerechtfertigt? Dazu kann man sich anschauen, was gerade in der Schweiz passiert ist. Diese Impfung gehört nicht mehr zu den empfohlenen Impfungen und Ärzte, die diese Impfungen weiter fortführen müssen, dafür dann auch für Nebenwirkungen aufkommen. Nicht der Staat, nicht der Hersteller. Das zeigt, dass hier es Regierungen in der Welt gibt, die erkannt haben, dass mehr Schaden von dieser Impfung ausgeht als Nutzen. Tatsächlich liegen uns diese Zahlen längst vor. Und sind wir ehrlich, diese Pandemie ist nur deshalb existent gewesen, weil wir einen PCR-Test verwendet haben, der nicht in der Lage war, festzustellen, ob jemand krank ist. Es wurde nur definiert über einen positiven PCR-Test, ob jemand krank ist. Gerade jetzt ist eine Peer-Reviewed-Studie neu erschienen im International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research, welche eindrücklich belegt, dass der PCR-Test zu keinem Zeitpunkt in der Lage war, festzustellen, ob jemand mit oder an einem Coronavirus erkrankt ist oder Überträger ist oder Ähnliches. Das muss man sich klar machen, dass das ein Skandal ist, weil auch das war im Grunde genommen von Anfang an bekannt. Denn der Erfinder des PCR-Testes, Carrie Mullis, hat das Ganze
immer wieder betont, dass man hier mit diesem Test alles in jedem nachweisen kann. Man muss wissen, dass Christian Drosten als Beispiel seinen Test so entwickelt hat, dass von den 20 Basenpaaren, die man brauchte, um den Vorgang des PCR-Testes zu starten, 19 dem normalen menschlichen Genom entsprachen. Das heißt, ein großer Teil der Menschen, denen erzählt wurde, sie wären an einem Virus erkrankt und denen man damit Angst gemacht hat, diese Menschen haben gedacht, sie sterben, die wurden tatsächlich mit dieser Test, der falsch positiv in der Regel war, weil auch die Zyklen zu häufig waren, falsch positiv deklariert. Diese Menschen dachten, sie würden sterben. Nun waren diese Menschen auch bereit, Impfungen einzunehmen, weil sie dachten, das würde ihnen einen Schutz bieten oder einen Schutz zur Übertragung oder ähnliches. All das hat sich nicht bewahrheitet. Stattdessen wurden auch Menschen jetzt gezwungen, als Eigentum des Staates einen experimentellen Impfstoff über sich ergehen zu lassen. Was viele auch nicht wissen, in dieser Studie von Pfizer gab es ursprünglich mal eine Kontrollgruppe, die Placebos bekommen hat. Die komplette Kontrollgruppe, die Placebos bekommen hat, hat im Verlauf der Studie das Mittel gekriegt, angeblich aus ethischen Gründen, dass man ihnen den Stoff nicht vorenthalten kann. Das heißt, hier wurde durch einen Trick tatsächlich die komplette Kontrollgruppe entblindet und alle bekamen am Ende diesen Impfstoff, sodass niemand sagen kann, ob dieser Sache jemand geholfen oder geschadet hat. Das alles sind Skandale. Und hier werden Menschen gegen ihren Willen dazu gezwungen, einen Impfstoff zu bekommen, der in der Schweiz, wie gesagt, das Risiko jetzt beim Arzt liegt, wenn es gibt. Da wird in den nächsten Tagen noch mehr rauskommen und für die Wehrhaftigkeit der Bundeswehr haben wir sicherlich einen Bärendienst bekommen, wenn wir uns anschauen, dass im Vergleich zu den Vorjahren die Sterblichkeit in Deutschland 2022 92% über dem Durchschnitt der Vorjahre liegt und zwar exakt seit Einführen dieser gentherapeutischen Testimpfung. Eine essentielle Rolle haben während der Pandemie ja auch die Massenmedien gespielt. Die Corona-Berichterstattung hat Ungeimpfte aggressiv mit offen diskriminierenden Headlines beschimpft. Täuscht der Eindruck, dass sich die Medien und die Politik gegenseitig die Bälle zugeworfen haben und dies auch noch jetzt bei der eher zögerlichen Aufarbeitung tun? Leider ist das tatsächlich der Fall. Aktuell gibt es gerade einen Artikel, der massiv in allen Zeitungen gepusht wird, wo behauptet wird zu sagen, die Querdenker, Sie wissen, es hat sich eine Organisation in Deutschland gebildet, die gegen die Grundrechtseinschränkungen demonstriert hatte. Nun, die Querdenker hätten nie recht gehabt. Man versucht sich mit einem konzertierten Faktencheck, der tatsächlich nicht einer Überprüfung standhält. Es ist tatsächlich so, dass diese Massenmedien von Anfang an Panik geschürt haben. Hätten die Massenmedien ihre Wirkung so entfalten können, wie sie das gewollt hätten, dann wäre tatsächlich das Gesundheitssystem zusammengebrochen, weil die Menschen aus lauter Angst in die Krankenhäuser gelaufen sind, so wie das in Spanien zum Beispiel passiert ist. Erfreulicherweise hatten die freien Medien einen deutlich besseren Zugang. Mir selbst ist bekannt, ein Schreiben vom RBB an seine Mitarbeiter, datiert auf den März 2020, in dem drin stand, dass es keine relativierende Berichterstattung zu Corona geben wird. Und wir wissen mittlerweile aus mehreren geleakten Gesprächen, dass tatsächlich die Presse komplett dem Staat gefolgt ist und dies offensichtlich immer noch tut. Wobei ich RT Deutsch hier lobend ausnehme, die ja auch über die Proteste am 18.11. gegen dieses von mir gerne als Ermächtigungsgesetz bezeichnete Infektionsschutzgesetz objektiv berichtet hat. Sagt der HNO-Arzt und Corona-Experte Dr. Bodo Schiffmann. Vielen herzlichen Dank Ihnen für das Gespräch. Gerne. Danke für die Einladung, Herr Reichert.